Heute starten wir mal im Ladebildschirm. Ich begrüße euch zu einer weiteren Runde. War sie Random ist mit am Start und guten Morgen, guten Tag und schönen guten Abend, wenn auch immer ihr jetzt schaut. Herzliche Grüße auch von mir an dieser Stelle. Jetzt ist das Ladebildschirm gedöns wahrscheinlich schon oben. Nee, noch nicht. Ich habe noch so ein kleines Stückchen hier unten. Aber Mensch, ich wollte euch auch mal den Ladebildschirm zeigen. Ist doch, guck mal, hier diese Tussi hier, die ist doch eine sexy Zombie-Tussi, oder? Aber die sieht aus wie Kirsten Stewart. Ich muss eine kleine Ankündigung machen. Oh, ach so, wir sind in Safe Zones. Ja, genau. Warum stehen wir genau, denn hier? Genau. Ach toll, und Essen blinkt schon wieder. Ey, hier ist Blut. Du blutest. Ach, derselbe Fehler wieder. Ich muss eine kleine Ankündigung machen. Ich habe eine neue Maus. Dementsprechend muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Ne? Und? Ach, der YouTube-Partner kauft sich direkt eine neue Maus. Ich habe noch kein Geld von YouTube gekriegt. Also das kann ich auch direkt mal sagen. Wieso, was ist denn hier los? Hallo, wieso steht der auf? Man kann doch zoomen, oder nicht? Rechte Maus. Ach so, nee, kann man nicht. Ich wollte, weißt du, meinen Trick machen hier mit der so Bildschirmmitte und sowas. Aber das müssen wir dann wohl verschieben. Gibt es einen Plan? Gibt es was Neues auf der Map? Nee. Aber ich habe gehört, jetzt die Patch Notes, ne? Sind ja so. Was hast du für eine. Ach ja, die Saiga, genau. Ja. Die Patchnotes sahen ja so aus, dass die Soundfiles jetzt gefixt wurden. Auf, ich hatte eigentlich mal die Options. Dass es nicht mehr so Frauensounds sind. Nee, meine alte Maus war einfach schon so alt, deshalb auch alte Maus, wohl, dass sie Doppelklicks gemacht hat, wenn ist es eigentlich ja, verrückte Welt, oder? Ist krass. Die Kanone der guten Laune wieder am Start. Hallöchen und guten Morgen. Oh, ich bin außerhalb der Safe Zone. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. So, ich bin jetzt erst bereit zu gehen. Wir haben überhaupt kein Ziel, ich überhaupt bin kein Ziel. To the next Tanny gegangen. Ach, wir sind in dem alten Gebiet wieder, ne? Ah, ist natürlich crass. Also das hier ist das alte Gebiet, wo ich jetzt mit meiner Maus lang fahre. Alles rechts von dieser Linie war schon von Alpha von Anfang an verfügbar. Und das hier alles, was wir links sehen, ist neu. Wieso hast du denn so einen geilen Hut auf? Es ist kein Hut, das ist ein Helm. Wieso hast du so einen geilen Helm auf? Die haben den gefunden. Also sollen wir in The Big City Live gehen? Oh, der Server ist voll mit Legends. Ey, lass doch mal in die Big City gehen. Wir müssen carefully sein. Bisschen hier. Bisschen mal Action bilden hier für die Zuschauer. Oder wir gehen in die Dings City. Die mit dem See, wo mir jetzt gerade der Name nicht einfällt. Clearview oder so heißt die, glaube ich. Am Anfang wurde die immer Bean City genannt. Also irgendwie Bohnen City, weil die so eine Form hat. Ne, Quatsch, weil der See, neben dem sie liegt, so eine Form hat wie eine Bohne. Big City ist natürlich crass, ne? Ist natürlich crass, full of bad aber guys. Wir haben doch schon lange keine richtig krassen Shoots mehr gehabt in unserem Let's Play, deswegen aber sollten wir jetzt in die Big City ganz gehen. Ganz ehrlich, mit meiner Mossberg habe ich jetzt auch nicht so die Chance in so crassen Shoots, ne? Ich habe die Saiga, ich habe noch weniger Chancen. Wie viel Schuss hast du denn eigentlich? Einen. Ach nee, da muss ich mal nachladen. 10. Einen, Mensch! Let's go from Tanne to Tanne. Willst du nicht vielleicht sogar vorgehen? Du hast die bessere Waffe. Weil ich eine Frau bin? Und weil du eine Frau Hammer bist, natürlich. Hand. Ich habe Binoculars in der Hand. Ich spähe, du hammerst. Möchtest du mich nageln? Ich komm, auch sag Hammer. Schon. Du willst mich nageln. Naja, wenn ich dich jetzt nageln. Ach, boah, ey, ich dachte gerade, du wärst jemand anders. Und dann dachte ich, da direkt vor uns steht einer. Crass, sag Bescheid, wenn du vorgehst. Ich sollte doch vorgehen. Also wirklich, du stellst Fragen. Man kann hier so geil durch die Tannen so ein bisschen gucken, durch den Baum. Ja, die gehen ist weg, schon ne? Cool gemacht, ja. Ist schon echt gut, so ein richtig schöner Bug ist das. Moment, kriege ich das auch hin? Ja, zack. Aber es gibt ein neues Cheat-System. Es gibt ein neues Cheat-System. Ein neues Anti-Cheat-System, meinst du? Ein neues Anti-Cheat-System. Nachdem es uns ja auch so tragisch erwischt hat. Ja, und wir haben es sogar auf Video. Aber weißt du, dieser Cheat ist da gar nicht behandelt worden. Das war ja kein Wallhack oder das war auch kein. Ich glaube, das war ein Speed-Hack. Das könnte Speedhack gewesen weil sein von Hammer. Die Schläge waren einfach viel zu schnell. So schnell kann man nicht hauen. Auch, ich weiß gar nicht, wenn man schnell klickt. Nee. Nein, geht nicht. Der hat immer den gleichen Rhythmus. Ja. Also so schnell kann man auch dann selbst ohne Speedhack nicht hauen. So, ich drücke mal die 6. Auf der 6 liegt nämlich mein Fernglas. Mal, aber auch bei mir auch. Krass. Da ist, glaube ich, nee, ist ein Zombie. Ist eine Frau. Ah, wir sind natürlich auf einer Scheißposition, weil die Leute erwarten, dass man da vom Safe Settlement runterkommt. Nicht, dass uns auch was von hinten erwischt.
Aber wir nehmen die andere Stadt. Wir nehmen wirklich die andere Stadt, wo es richtig derbe zur Sache ging bis jetzt. Finde ich auch. Die ist ein bisschen übersichtlicher, ne? Komm, wir gehen dahin. Ja. Komm, mein Schatz, laufen. Die Big City ist eher so für Sniper. Komm, wir runnen. Oh, ich kann gleich schon wieder ein Back MRE einschmeißen, weil mein Essen gleich runter ist. Lass das ruhig mal richtig laufen. Das kannst du richtig schön lange laufen lassen. Ich lasse es einfach mal laufen. Das filtert, der Rauschfilter wahrscheinlich raus. Ja, am Airport haben wir ja jetzt nicht so viel. Nee, Airport war echt enttäuschend irgendwie. Ach gut, ich bin auch relativ früh gestorben. Oh, ein Zitat aus Batman im Chat. Some people just want to see the world burn. Das sind die coolen, die Filmzitate zitieren. Also ich kenne das ja nur auf Deutsch und ich bin auch der festen Ansicht, dass alle Filme erst auf Deutsch gedreht werden. So schlau bin ich. Hab ich auch mal gehört. Wir können einfach hier campen und die Leute abknallen, die vom von der Safe Zone runterkommen. Mit einer Mossberg. Da müssen wir schon ein paar Zentimeterchen davor stehen. Aber campen wäre natürlich für die Leute im Let's Play bestimmt total interessant. Ich muss mal gerade meine Sound-Dings ein bisschen hochstellen. Ich habe nämlich hier... Obwohl, nee, das Grillen zirpen ist voll laut. Aber es sind doch wunderschöne Grillen. Zillen, Grippen. Wunderschön, ich sehe sie leider nicht, ich höre sie nur. Ja, wie sieht das denn essensmäßig? Das. Oh, ein Back MRE, ich brauche Essen. Ich habe was für dich dabei, ich habe mir nicht gerade noch ein Back MRE gekauft. Ja, den brauchst du doch. Ja, ich habe aber noch sowas, dann könnte ich dir zum Beispiel Can of Tuna geben oder so. Ah, das wäre gar nicht schlecht, das ist eine sehr gute Idee. It's a very good idea, Mr. Man sollte den Random. Back MRE im Grunde nur für Notfälle einsetzen. Das ist ein Notfall, ja, auch wenn man noch ein bisschen so... Weil der ja auch alles Gesundheit. Auffrischt. Genau. Die haben den Bug jetzt... Wenn es überhaupt ein Bug ist, kann ja einfach sein, dass man muss sich das ja auch schließlich kaufen. Ich weiß gar nicht, ist das günstig im Vergleich? Ja, ne? Ja. Hat es wieder Chat City hier angesagt? Ja, Chat City ist wieder im Start und man kann es noch nicht mal ausblenden. Leute, die orange markiert sind, das sind Legenden. Das sind Leute, die sind einfach krass. Mussten mit Barney Stinson zusammen in einen Zug. Das war der Alkoholzug. Und dann ging es richtig rund. Das sind alles Bros. Also wir umgehen die große Stadt hier bewusst. Manche würden jetzt vielleicht sagen, Leute, geht doch da rein. Pussys, und die schreiben wieder in die Kommentare, ey, Pussys. Pussys, ey. Aber weißt du, wir sind nicht nur Pussys, wir sind einfach auch schlaue. Ups, jetzt hau ich gleich mal rum. Oh, ich dachte, jetzt schießt einer hier. Oh, voll erschreckt. Nein, wir sind einfach schlaue Pussys, denn schaut euch an, was wir für Waffen haben. Ich habe 8 Schuss aus einer Waffe, die für Close Range gemacht ist und der Random hat auch nicht gerade die Ranged Weapon. Die Saiga ist jetzt nicht so für weite Reichweiten gedacht und hab so eine Stadt. Habe ich eine Pistole am Start? Ich habe auch noch eine Pistole am Start. Ja, dann rein da, oder? Na, ich weiß es nicht. So eine Stadt ist halt nicht gerade für. Die kleine Stadt ist schon richtig krass. Ja, die kleine Stadt ist auch schon krass, das stimmt. Da habe ich jetzt mal, ab und dann gucke ich ja bei Kollegen, die so letztes Mal bei Burnout TV habe ich. Ach, guck mal, hier ist der Baum wieder weg. Zack, guck mal. Beim Burnout TV, das können wir jetzt auch mal sagen, habe ich geguckt. Der war auch in der Stadt, wo wir jetzt hinwollen, und da ging es auch richtig rund. Das ist richtig quasi, ey, das ist eigentlich schon schlimmer, schon fast Folge, die Stadt, ne? Schon, ja, die ist schon richtig krass, weil die auch so gut gecampt werden kann. Ja, wir kennen uns da aus. Wir könnten dann, wenn wir die Stadt abgeklappert haben und noch leben, zu dem Sniper-Spawn-Punkt versuchen, uns durchzuschlagen. What do you hold from that? Genau. Das ist natürlich richtig krass. Das ist voll der Plan, vor allen Dingen. Wir das in einer Folge schaffen, kann ich nicht versprechen, aber wir schauen mal. Oh, das hast du gesehen, wie cool ich springe? Nee, gerade mich so cool gesprungen. Manchmal, geil. Ja, guck mal. Ja, so ein normaler Sprung. Ja, wenn du rennst. Zieht die Beine nicht an. Und dann. Boah, krass, ey. Da zeigt ihr den Arsch richtig. Ja. Deshalb spielt der Random, glaube ich, auch eine Frau, damit er einfach. Wir können ja zuerst in den Sniper-Spawn gehen. Das ist aber ein Umweg, ne? Das ist ja da Chicos Hideaway. Ja, das ist dahinter. Ja, ja. Wir nehmen das Chico als. Mr. Chico, ne? Chico. Mexican Boy, Chico. Ah. Jorge. Jorge. Genau. Ja, die Stadt, die wir da hinten sehen, ist sie das schon? Das nee, ist sie oder? Schon. Das ah, doch klar, schon. Das ist sie schon. Sehen. Ja, genau, ja. Wir sind auch ein bisschen, glaube ich, zu weit nach Osten gekommen, aber ich sage immer, ist ja besser zu weit nach so Osten als zu weit nach Westen. Ja, wir sind so Russland-Fans. Wenn es nach uns ging, würde die Mauer noch stehen und wir würden hinter der Mauer wohnen. Wir würden hinter der Mauer wohnen, ja, völlig richtig. Also wir sind da auch so voll gegen der allgemeinen Meinung, weil das auch einfach cool ist, dagegen zu sein. Wir wären natürlich bei der Stasi. Ja,
Völlig richtig, weil wir auch so gut sind. Ja. Voll die Spione. Und ich würde mein Trabi tiefer legen. Ich würde mein Trabi höher legen. Höher legen? So ja, klar. Offroad-Trabi. Offroad-Trabi. Gibt's das wohl? Oder gab's das wohl? Bestimmt, es gibt alles mit Trabis. Offroad-Trabi? Aber ja, wie hieß nochmal, die haben da auch noch LKWs produziert. Wie hießen denn die LKWs von denen? Lastkraftwagen des Ostens. Keine Ahnung. Nein, der hat irgendwie so einen coolen Namen. Keine Ahnung. Wusste ich gar nicht, dass sie auch LKWs gemacht haben. Ja klar, die haben alles gemacht. Aus Pappe, ey. Aus Pappe lässt die so viel machen. Motor aus Pappe, alles. Ist jetzt nicht auch irgendwie wieder so ein Feiertag gewesen? Oder was heißt so ein Gedenktag? Der Feiertag des Trabis, da hat ganz Deutschland frei. Wir wissen es alle. Mauertag? War nicht jetzt, oder ist jetzt nicht bald Mauertag? Ach, keine Ahnung. Mauertag, nicht so Tag der deutschen Einheit, meinst du? Nee. Das ist allgemein bekannt als Mauertag. Das ist der Tag der Maurer. So, ich bräuchte jetzt mal Can of Tuna, denn mein Weißes ist weg. Und ich meine, in den Patchnotes was gelesen zu haben, dass da was gemacht wurde. Kann natürlich auch erstmal sein Fernglas in den Boden reinstecken, wie der Random, die Randine das gerade da macht. Oh, da hat jemand einen Can of Tuna ausgekackt. Kann man den Mund halten und Danke sagen, wenn man hier so einen lecker Thunfisch kriegt. Ich mache mir jetzt eine schöne Thunfisch-Pizza daraus. So, da drücke ich mal wieder 6. Also die Texturen in der Ferne sind echt nicht ganz so schön, um das mal milde auszudrücken. Du hast aber alles auf High oder auf Very High? Ich habe es, also das, was auf, nee, ich glaube Very High gibt es nur bei ganz wenigen Optionen da, oder? Ich habe die Optionen leider nicht im Kopf, aber ich meine, du hast bestimmt alles hoch. Ich habe alles auf jeden Fall hoch, Maximum. Nur Schatten habe ich, glaube ich, ein bisschen runter, damit das da oben nicht ganz so runterdrückt. Wie man oben sieht, das habe ich immer noch nicht ausgestellt, oh, ich Schlauberger, ey. Habe ich nicht ganz so tolle Framerates, aber es läuft doch flüssig. Also ich kann mich nicht beklagen eigentlich. Ich habe das nicht, das Problem. Wie hast du es denn eingestellt? Warum auch immer. Auch alles auf hoch und ja, du hast eine bessere Grafikkarte als ich. Ja, das kann natürlich sein. Daran könnte es liegen. Ich muss das mal dringend updaten. Oh, da sind Zombies scharf, aber die laufen auf der Stelle. Gut, die könnten natürlich tot sein. Das Problem gab es ja schon mal. Wo siehst du denn die? Am Strand. Das sind so zwei Einzelstehende. Die stehen quasi ineinander. Rechts vom See, wie wir jetzt drauf gucken, rechts davon. Boah, wir kommen sowieso nicht durch den See, das ist total kacke. Ja, schwimmen kann ich durch den See gehen. Sollen wir dann außenrum hier? Das ist, glaube ich, besser. Ja, aber rechts rum, oder? Ja, meine ich ja. Das ist auch kürzer. Müssen wir natürlich darauf aufpassen, hier ist direkt ein Spawnpunkt gleich irgendwo im Wald. Ja, da läuft ein, da hängen zwei. Ja, genau, die meine ich. Als wäre der geflüchtet. Moment, da hinten geht einer. Was ist da hinten? Ja, quasi direkt quer über den See raus. Du siehst doch dieses einzelne Haus, was ganz rechts steht. Da hinter durch gucken. Da läuft einer mit so einem gelben Hut. So ein Spieler sieht aus wie ein Strohhut. Boah, hätte ich jetzt einen Sniper. Ja, echt, wir würden ihn so kriegen. Scheiße. Ach, apropos Sniper. Ich muss nochmal eben hier den Trick machen mit der Waffe. So, Moment. Jetzt wissen die Leute bestimmt schon gleich, was ich mache. Aber das hilft ja nichts. Ist immer viel Bewegung. Ich huste mal die Saiga. Du musst den Blickfeld haben. Ja, ich bleib beim Binocular, im Braleib, aber auch in der Third-Person-Ansicht, da ist einfach die Übersicht besser. Ja, ich habe ihn im Blickfeld und es sieht auch so aus, als hätte er keine Schusswaffe. Oh, ich bin da gerade etwas leise geworden. Aber das weiß man hier ja nie. Die können die ja so einfach wegstecken und man sieht sie nicht. Ich guck auch nochmal durch die beiden. Boah, jetzt ein Sniper, ey. Der hat das Haus gleich erreicht, dieses einsame Haus da. Ach, was macht der denn? Hat den Vincent-Charakter. Ja, das ist eine gute Information für mich. Nicht, dass hier gleich einer von hinten kommt. Moment, ist da einer auf den Felsen? Nee. Siehst du den noch? Nein. Ich habe ihn nämlich jetzt auch verloren. Ich bin zu weit. Untergecrabbelt. Der ist, glaube ich, hinterm. Ich will jetzt zu dem Busch, zu dem Baum. Ich crabbel auch gerade weiter nach rechts. Er sieht so aus, dieses schwarze Ding. Da dachte ich, da wäre einer. Also, ich rede gerade mit den Zuschauern, ne? Du weißt ja nicht, welches schwarze Ding ich meine. Na, ich sag einfach, ja, genau. Ja, Leitjan, das ist voll.
voll schlau. Sind wir da in diesem Resort? Nee, ne? Das heißt hier nicht so Resort-Firming. Nee, ich glaube nicht. Ja, hat der Kerl sich jetzt dahinter versteckt? Nee, da ist er. Da ist er gerade außen am Zaun, bei so einem Busch. Ja, gut. Da kann ich nicht drauf schießen. Close Range, wir können hier nichts tun. Wir können nichts tun. Wir müssen quasi bis zu dem hinlaufen, um da abzugehen. Selbst mit der Pistole ist das zu weit. Ja, der schaut sich da jetzt schön um. Boah, Mann, das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Vielleicht ist es ja auch ein bisschen, hat sich das jetzt entzerrt da in der Stadt. Wie heißt du nochmal? Clearview. Dass die Map einfach größer geworden ist und da jetzt nicht mehr ganz so viel abgeht. So, ich glaube, ich knie mich jetzt mal hin, denn... Ja, genau. Das ist schönes Knien. Nein, dann laufe ich halt hier bis zur Tanne. Liegt ja in der Tanne. Bei der Tanne hier, wo ich bin, oder wo? Die ist ziemlich nah am Wasser. Meine auch. Aber du bist hier nicht bei mir. Bist du sicher, dass du nach rechts gegangen bist? Mhm. Bist du sicher, dass du nach rechts gegangen bist? Ja. Ich bin jetzt schon fast bei den zwei Zombies, die da hinten rumspacken. Ach, so weit bist du schon? Ja. Nee, ich bin noch weiter hinten. Machen wir eine Rush-Action, rushen einfach rein. Ja, dann hat der einen Sturm. Also der hat die bessere Chance. Da ist er. Der ist bei dem roten Auto. Hohoho. Der hat uns aber noch nicht gesehen. Es ist tricky. Der hat da echt die bessere Chance, weil der weites Feld vor sich hat. Wenn er nur auch eine Waffe hat, dann kann der uns abknallen. Wir müssen den kriegen, wenn er... Der läuft jetzt genau parallel auf meiner Höhe. Quasi auch bei mir auch. Wenn er da hinterm Zaun ist, dann können wir starten. Ja, wenn er da ist. Ich sehe überhaupt nicht, ob der eine Waffe hat. Der hat was in der Hand, einen Hammer, glaube ich. Das ist so die Haltung von einem Hammer. Der läuft ganz komisch. Warum läuft der so komisch? Wenn er im weißen Haus ist, laufe ich ein bisschen weiter. Also in the White House von Mr. Obama. Da bist du doch. War das dieselbe Tanne? Ja. Ja, geil. Ach, der könnte uns sogar gesehen haben, wenn er geguckt hat. Ich glaube, der... Warum geht er denn jetzt langsam? Hat der auch Binoculars oder was? Sieht er uns? Der guckt genau auf uns drauf.